Auszeit USA, Timeout USA. We'll be right back.
19. Spielminute, es gibt Strafen gegen beide Mannschaften. Beim Team USA ist es der Spieler mit der Nummer 25, Eric Paul Weichselbaumer. Bei Kanada der Spieler mit der Nummer 3, Steve Wilson. Beide erhalten 2 Strafminuten wegen Haltens. Time 18:41, penalty against both teams. For USA, it's player number 25. And for Canada, player number 3. Both players 2 minutes for holding. Das war das Ende der ersten Hälfte in der Begegnung Kanada gegen USA. Spielstand nach 20 gespielten Minuten 0:1. That's it for period number one. The score after 20 minutes, Canada 0, USA 1. Und es gibt noch eine Strafzeit in der 20. Spielminute. Bei Kanada der Spieler mit der Nummer 93, Derek Hahn, erhält 2 Strafminuten wegen Stockschlags. Time 20:00, penalty against Team Canada, player number 93, 2 minutes for slashing. Und jetzt sehen Sie sie schon, die Cheerleader vom Cheerteam Bochum. Hier sind die Starlets. What you know about going out here?
TVs all up in the headrest. Spin the edge frame, internet sorbins. Let's begin, bring the BS to a hand. Und nun, liebe Fans, viel Spaß in der alles entscheidenden zweiten Hälfte hier im Inline-Hockey-Finale bei den World Games 2005. Zwanzigste Spielminute, Tor für die USA zum neuen Spielstand von 0-2. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 19, Ty Melson. Sein Assistent, die Nummer 9, CJ Yoda. Time 0:21. Goal for USA, scored by player number 19, assisted by player number 9. The new score, Canada 0, USA 2.
22. Spielminute, Tor für die USA zum neuen Spielstand von 0-3. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 9, CJ Yoda. Sein Assistent die Nummer 7, James Bileston. Time 1:17. Goal for USA, scored by player number 9. Assisted by player number 7. The new score, Canada 0, USA 3. Immer noch die 22. Spielminute, erneutes Tor für das Team USA zum neuen Spielstand von 0-4. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 89, Greg Thompson. Sein Assistent war die Nummer 28, Sigmund Mazalek. Time 1:45. Goal for USA, scored by player number 89, assisted by player number 28. The new score, Canada 0, USA 4. Spielminute Strafzeit gegen die USA. Der Spieler mit der Nummer 88, Travis Fudge, erhält 2 Strafminuten wegen Hakens. Time 2:23. Penalty against Team USA. Player number 88. 2 minutes for hooking. Team USA ist wieder komplett. Team USA playing in full strength.